Das Jahr wird es einfach mehr. Man sieht das, man guckt auch unsere Spiele. Also ich glaube, wir hatten in jedem Spiel dieses Jahr über 2000 Zuschauer bei uns und das ist noch nie passiert. Und ich glaube, nächstes Jahr wird noch mehr und mehr. Wie sich das anfühlt, haben die Frauen von Eintracht Frankfurt Ende April erlebt. Beim Zuschauerrekord gegen uns in Köln. Wenn wir Champions League spielen, kann ich auch, glauben wir, dass wir auch manchmal in der Deutsche Bank Park spielen werden. Und einfach alle Fans hier erwarten. Und die Mannschaft hat es verdient. Sie gehört zu den Besten in der Frauenfußball-Bundesliga. Vergangenes Wochenende machen sie mit ihrem Sieg gegen Potsdam die Qualifikation zur Champions League klar. Das war schon von Anfang der Saison unser Ziel und wir sind sehr froh, dass wir das jetzt schon erreicht haben. Anders als die Männer müssen sie sich in zwei Quali-Runden für die Champions League qualifizieren. Vergangenes Jahr sind sie da gescheitert. Wir sind ein Jahr erfahrener und deswegen gehen wir auch optimistisch in die Quali rein. Für uns war es unheimlich wichtig, dass wir es wiederholen. Das haben wir geschafft, jetzt freuen wir uns auch. Ich kann nicht vergessen, dass die Männer letztes Jahr Europa League gewonnen haben. Wir sind hier eine große Familie, das ist ein Verein. Ein Verein, der sich, wenn es nach den Frauen geht, in der kommenden Saison den Deutsche Bank Park mit den Männern teilt. Zumindest bei den Champions League Spielen. Jule Brandt, wie haben Sie das Spiel heute erlebt? Ja, yeah, it was amazing, it was crazy. Warum reden Sie, Englisch? Ja, war sehr cool, cooles Spiel. Ich habe wirklich sehr lange auch von außen zugeschaut und war super Spiel, habe ein paar Liniengeläufe gemacht. Aber sehr cooles Spiel, coole Atmosphäre, super Stadion und jetzt Einzug ins Finale. Ist ja alles super. Alles super, wie sie sagt. Wer ist denn zu Ihnen gekommen bei dem Spiel und hat gesagt, dass sie so ein richtig gutes Gefühl hat, dass du jetzt drin bist und spielst? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ach komm. Lena Oberdorf. Lena Oberdorf. Ja, ich wusste es nämlich. Ich wusste, dass sie was macht. Aber egal, zurück zu dir. Wie haben Sie das denn wahrgenommen, so die Dribblings, die Pässe? Wie war es so? Ich glaube, Dribblings waren ganz gut. Auf einmal, wenn ich dann ein paar spielen wollte, ist ja nicht so ganz angekommen. Außer einer am Schluss. Aber und das zählt ja, ne? Das zählt, ganz genau. Weil das einzig Wichtige ist, wer den Assist gibt, wer das Tor macht. Ganz genau. Das ist ein Ego-Shooter hier. Lea. Hi. Hi. Hi.